Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Helene Weber TV. In dieser Ausgabe vor Ostern werfen wir einen Blick in den Englischunterricht der Fachoberschule für Gestaltung. Außerdem beginnen wir eine Reihe, in der wir unsere Bildungsgänge in knapper Form vorstellen. Und zum Schluss berichten wir von einer spannenden Unterrichtseinheit in der Berufsschule für Hauswirtschaft. In einem großen Berufskolleg wie dem HWBK ist es nicht immer leicht, eine Übersicht über die Aktivitäten im Haus zu bekommen. Manchmal erfährt man durch Zufall von interessanten Projekten und Aktionen, wie zum Beispiel diesem in der Fachoberschule für Gestaltung. In der Fachoberschule für Gestaltung ist Werbung ein wichtiges Thema, auch im Englischunterricht. Eine 12. Klasse hat im Englischunterricht Werbeclips produziert. Es wurde geplant, gebastelt, geprobt und dann mit dem Handy gefilmt. Wir haben im Moment das Thema Werbung in Englisch und da hatten wir die Aufgabe, Werbespots zu drehen. Da konnten wir uns Produkte oder Unternehmen aussuchen und dann eigene Werbespots entwickeln mit einem Slogan und Produkten. Wie lange hat die Vorbereitung für diesen Spot gedauert? Ach, das ging eigentlich recht schnell. Die Idee war schnell gefunden und so eine Doppelstunde. Doch, eine Doppelstunde und dann stand das Grundkonzept und dann hat es geklappt. Hello. Hello. What do you want? I want large fries and a burger. Okay. Oh, but I don't have enough money for this. Oh. Here, we have new burger and fries. Looks tasty. Mm-hmm. With meat and fries. Oh, that sounds good. I want this one. Okay. Here you are. Thank you. Bye. Bye bye. It's so tasty. One thing, if you can't decide, take the McFries. I'm loving it. You also love to call your friends for hours and hours and talk to them, but you can't afford it because it's too expensive. If you call with Ladyline, then your life will be fine. Im Helene-Weber-Berufskolleg sind viele Bildungsgänge zu Hause und haben ihren festen Sitz im Schulalltag. In lockerer Folge möchten wir Ihnen in den nächsten Ausgaben unsere Bildungsangebote knapp vorstellen. Und wir beginnen heute mit der Berufsfachschule für Sozialhelfer. Sozialhelferinnen unterstützen Fachkräfte in der Betreuung von Menschen, die aufgrund ihres Alters, einer Krankheit oder einer Behinderung eingeschränkt sind. Sie sind in der Alten-, Familien- und Behindertenpflege tätig. Durch Hilfestellung ermöglichen sie den zu Betreuenden, ein möglichst selbstständiges Leben zu führen. Typische Tätigkeiten sind zum Beispiel Hilfe bei der täglichen Körperpflege und Hygiene, beim An- und Auskleiden, bei der hauswirtschaftlichen Versorgung und bei der Begleitung zu Ärzten und Behörden. Deshalb liegen die Schwerpunkte dieser Ausbildung in den Bereichen Sozialpflege und Sozialpädagogik, Gesundheitsförderung sowie Hauswirtschaft. Die Ausbildung zur staatlich geprüften Sozialhelferin dauert 2 Jahre und schließt mit einer Prüfung ab. Der Unterricht wird in der Regel im Klassenverband erteilt und umfasst wöchentlich 33 bis 35 Unterrichtsstunden. Der schulische Unterricht ist fächerübergreifend und stark praxisorientiert organisiert. Die verschiedenen Fächer leisten ihren jeweiligen Beitrag bei der Lösung von Aufgaben überwiegend in Form von Lernsituationen, die aus der zukünftigen beruflichen Praxis abgeleitet sind. Die praktische Ausbildung erfolgt teilweise in der Schule, aber auch außerhalb in Form von 16 Wochen Praxiseinsätzen. Diese Einsätze werden von der Schule vorbereitet und betreut. Zum Schluss berichten wir von der Berufsschule für Hauswirtschaft.
In ihrem Unterricht war der Brandschutzbeauftragte Peter Dierich und sein Thema war wichtig und zum Ende unüberhörbar. So, geh. Hauswirtschafterinnen haben mit Fetten, Ölen, Reinigungsmitteln und vielen brennbaren Stoffen zu tun. Deshalb hat Gerlin Klöpper-Hackstein den Brandschutzbeauftragten Peter Dierich zu uns in die Berufsschule für Hauswirtschaft eingeladen. Theoretisch und praktisch können die Schülerinnen erfahren, wie Brände vermieden und, im Falle eines Falles, gelöscht werden können. Zum Beispiel mit Hilfe einer Löschdecke. Das wäre die Größe einer normalen Löschdecke. Und damit kann man auch einen brennenden Papierkorb löschen, beziehungsweise das, was da drin ist. Wer möchte das mal ausprobieren? Auch der Umgang mit einem Feuerlöscher wird geübt. Oben einmal fest draufdrücken, Moment warten, dann den Schlauch hier rausnehmen und dann kann ich Löschmittel entnehmen, indem ich hier vorne auf den Griff drücke. Und der Löschfall kann jederzeit unterbrochen werden. Zunächst wird der Brand eines Papierkorbs gelöscht. Dann erläutert Peter Dierich, wie man eine brennende Flüssigkeit löscht. Indem ich versuche, flach da dran zu gehen, nie direkt in die Flüssigkeit reinhalten, sondern flach dran gehen und versuchen, das Ganze unter Wedeln abzulöschen. 1, 2, 3. Das Löschen von Gasbrennen erfordert wieder eine andere Technik. Nicht mehr als den Messbecher voll. Auf keinen Fall darf brennendes Fett oder Öl mit Wasser gelöscht werden, wie man hier sehen kann. Und was passiert, wenn eine Spraydose zu heiß wird? Aus Sicherheitsgründen ist die Dose bei diesem Versuch in einem stabilen Käfig. Das ist dann der Moment, wo der nach innen gewölbte Deckel nicht nach außen stößt und dann dauert es meist nur noch ein paar Sekunden, dann rappelt es richtig. So, das war der Knackrechtknall. Mit diesem Knall endet der praktische Teil dieser wichtigen Trainingseinheit in der Berufsschule für Hauswirtschaft. So, das war's mal wieder. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und wünschen Ihnen frohe Ostern. Alles Gute und machen Sie das Beste draus.